Hallihallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Unboxing für euch. Ich war wirklich am struggeln, welches Bild ich besser finde aus der neuen Kollektion, weil alle drei Themen behandeln das Thema Japan. Und die meisten wissen es tatsächlich schon oder haben es mitbekommen. Ich liebe Japan und ich liebe Anime und ich liebe die Mythen und Geschichten rund um Japan. Und ja, ich konnte nicht vorbeigehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mir ein Bild bestellt, weil ich das richtig schön fand. Ich habe mich tatsächlich gegen die Kitsune entschieden. Die Geschichte von Kitsune ist halt mega gut. Könnt ihr bei Heidi im Video nachhören und das Bild angucken natürlich. Ich habe mich für Summer Festival entschieden. Einfach, weil das Thema Summer Festival bzw. das Fest in Japan eine ultra wichtige Bedeutung hat. Wir gucken uns aber erstmal das Bild an und dann kann ich ein bisschen was dazu erzählen. So. Das Ganze kommt gepackt in so einen Karton rein. Ich weiß, also ich hebe die Kartons tatsächlich nicht auf. So, na? Ja, Karatart hat wie immer Flüssigkleber und Harzsteinchen. Das Bild ist in eckig. Ich habe für mich gemerkt, dass ich mir keine Bilder mehr hole mit runden Steinen. Ich werde leider sehr unentspannt, was runde Steinchen angeht. So. Genau, ich hab kein Toolkit dazu bestellt, weil ich weiß gar nicht, wohin mit meinen ganzen Toolkits. Und das kann man bei Karatart halt abbestellen. So, ich zoome mal ein bisschen raus. So, ihr seht, das Bild ist sehr schön und in Blau. Aktuell das, was ich irgendwie total mag, blaue Bilder. Meine Bilder sind irgendwie immer komplett blau. Wir haben einmal hier so ein Sheet, das kann man dann ausschneiden und ins Logbuch packen. Das Bild ist 50 x 58 cm groß, hat eckige Steinchen. Hier sind einmal die Sticker für die Dosen. Und hier könnt ihr einmal joinen, wenn ihr Bock drauf habt. Genau, und das Summer Festival wurde gezeichnet von Hiroko. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Bild auf jeden Fall. Und hat ganz viele Details rund um das japanische Fest und die Tradition und so weiter. Das ist richtig gut. Ich muss mal kurz gucken. So, hier oben sehen wir ja schon ein paar dieser Glücksbringer. Die Glücksbringer machen die Japaner an die Shinto-Schreine. Also die Shinto-Schreine sind eine Art Tempel und die haben eine sehr, sehr wichtige Bedeutung im Japanischen. Und die Festivals, die sie dann auch immer haben, sind immer regional. Also es gibt kein japanisches Fest, was jetzt japanweit gemacht wird, sondern die Festivals sind immer an den Schrein oder an dem Tempel zugeschnitten und ganz viele Japaner kommen dann auch aus der anderen Ecke aus Japan, um halt den Segen von dem Kami, also Kami ist der Gott, Kami heißt Gott im Deutschen, und sie wollen den Segen des Kamis halt in sich haben. Deswegen fahren sie auch manchmal ganz weite Strecken, um halt einfach den Segen zu bekommen. Das ist schon ziemlich verrückt, wenn man das so nennt. Aber wenn man jetzt so denkt von wegen, ah, viele Deutschen fahren zum Karneval irgendwie nach Köln oder fahren zum Oktoberfest, um sich da volllaufen zu lassen. Das ist im Endeffekt dasselbe, nur es ist halt mehr traditionell. Genau. So, dann haben wir hier einmal noch diesen
Es sieht so aus wie ein Dango. Dango ist eine kleine Süßigkeit, die man dort auf jeden Fall findet auf den Festen. Hier, diese sieht aus wie ein Lutscher, aber ist ein Dango. Dango ist eine, ist so ähnlich wie Mochi. Die meisten kennen Mochi, aber ein Dango ist nicht gefüllt. Dango haben keine Füllung. Sie sind meistens mit Sojasauce, mit ein bisschen Sesam oder sowas, werden die übergossen und dann kann man das halt snacken. Dango sollte man genauso wenig wie Mochis in einem Haps essen, weil dann kann man ersticken. Das ist auch meistens ein Warnhinweis bei den Mochis und auf den Dangos zu lesen, dass man die beiden Sorten auf gar keinen Fall immer in einem essen soll, weil der Klebreis ist so mächtig, dass man, wenn man das runterschlucken möchte, die Gefahr hat, dass man daran erstickt. Und das wollen wir natürlich nicht. So, hier haben wir den schönen Haarschmuck, den ich nenne es einfach mal Hiroko, die sie in den Haaren hat. Und Japaner, also die Japaner wollen halt auch ein bisschen schön sein für das Festival, ja, dass sie halt sehr angemessen gekleidet sind. Hier sehen wir auch zum Beispiel die Kleidung. Das ist der Kimono. Kimono haben eine ganz spezielle Bedeutung. Und das hier ist ein Obi. So wie bei uns der Baumarkt heißt, ist das hier der Obi, nämlich der Gürtel. Der Gürtel ist, je pompöser man kann, kann man sagen, desto auffällig auf jeden Fall und auch ein Hingucker. Obis sind immer, kann man sich aussuchen, ob man den halt passend zum Kimono haben möchte oder ob man eine andere Farbe haben möchte. Kimonos haben ganz viele verschiedene Muster. Also hier haben wir zum Beispiel, sieht aus wie so Seesternchen. Aber es gibt halt super, super viele Muster und ganz viele Japaner lassen sich sogar Kimonos auch anfertigen. Das, wenn man halt nicht den speziellen für sich gefunden hat, dann kann man sich den auch anfertigen lassen. Hier sehen wir auch noch, seht ihr, ne? Goldfische. Also ich denke mal, also es sind Fische. In Japan gibt es bei den Festen, es mögen ganz viele Kinder zum Beispiel, aber es ist vom Tierschutz natürlich nicht geil, aber es ist auf den Festen auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen, wie wir das haben mit dem Plastikentchen, wo wir als Kind mit so einer Angel so ein Plastikentchen aus dem Becken rausholen mussten. So, bei denen ist es halt nochmal ganz anders. Die haben ein, nehmen wir jetzt einfach mal diesen Kreis hier, ja. In dem Kreis ist so Reispapier. Reispapier ist super dünn. Jetzt müssen die Kinder mit diesem Reispapier, Trichter, den Goldfisch, der natürlich zappelt und sich rauswindet oder so, müssen sie den rausholen. Wenn sie es geschafft haben, dürfen sie den Goldfisch behalten oder sie geben den Goldfisch wieder zurück. Manche behalten ihn tatsächlich und denken, sie tun dem Goldfisch etwas super Tolles, wenn sie den dann irgendwo aussetzen. Das ist leider nicht der Fall, weil die Goldfische denn daraus leider verenden, weil meistens ist das Wasser nicht richtig für die oder die Goldfische haben gar keine Ahnung, wie man sich anders ernährt, sich es ist so ähnlich wie diese Hochzeitstauben, ja, die dann einfach verenden, weil sie gar nicht wissen, wie sie das Essen zu ranholen sollen. Ja, davon haben die dann auch keine Ahnung. Also Japan hat, was Feste angeht, halt schon richtig abgesehen jetzt von diesen Goldfisch-Dings, ja, kann man hinwegsehen.
Es gibt dann auch ganz viele japanische Traditionen, wie das Essen, was sie dann da machen können. Das ist halt so ein bisschen wie, Weihnachtsmarkt. Atmosphäre, nur halt nicht in Weihnachten, sondern halt ja, im Juli oder sowas, ne? Wenn die Matsuri-Feste dann da ja, stattfinden. Das Bekannteste, was ganz viele wahrscheinlich kennen, ist das Kirschblütenfest. Das wird auch ganz groß immer zum Beispiel in Anime oder sowas gesagt, ne? Das ist dann immer das Hana Matsuri. Und das geht dann vom Frühjahr bis zur, also bis Frühjahr wegen den Kirschblüten oder zur Reisernte im Herbst. Ne? Das ist so ähnlich dann wie das Erntedankfest. Und der Hintergrund des ganzen Festes ist dann, dass der Bäuerliche von damals, ne, die Bauern, den Kalender hatten von seinen festen Terminen wie Aussaat und Ernte. Daran haben sie sich immer orientiert, von wegen, wann ist die Aussaat, wann ist die erste Ernte und dann wird gefeiert. Das ist immer ganz dann pompös gefeiert worden, auf jeden Fall. Klar, es ist natürlich was Besonderes, wenn man das Ganze sieht und sieht, wie das Ganze wächst und dann bis zur Ernte und dann kann man das natürlich feiern, gerade so im 800er Jahrhundert irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Es gibt auch natürlich ein ganz kurioses Fest. Das ist das Fest von einem riesen Schlong. Ich muss es YouTube-freundlich sagen. Das Gemächt des Mannes nenne ich jetzt Schlong. Ja? Dann haben sie ganz, ganz große Stahlschlongs, ja, und gehen davon dann durch die Straßen. Das ist ja, das ist, muss man dann schon mögen oder man lässt dieses Matsuri auf jeden Fall aus, ja. Bei den Matsuris ist es auch halt nicht immer was mit Religion zu tun, sondern es gibt auch nicht religiöse Matsuris. Da geht es dann einfach tanzen, trinken. Also trinken ist bei denen halt Sake. Ne? Ich habe Sake einmal probiert und ich mag es überhaupt nicht. Und dann halt lecker Schmecker essen und dann geht man vollgestopft einfach wieder nach Hause. das Schlong Matsuri ist beim Kanamara Matsuri und ja, das ist halt. Das ist auch noch nicht so, ich sag, alt. Es ist noch nicht so alt. Das wurde, glaube ich, 1900, also in den 60ern irgendwann ins Leben gerufen. Warum? Keine Ahnung, aber. Es ist halt total witzig, weil die Asiaten, was das ganze Thema angeht, eigentlich total prüde sind. Ja, das ist richtig Wahnsinn. Ja, gut, soweit zu den Festivals in Japan. Wir gucken uns das Bild weiter an, ja. Aber das kennt ihr meistens schon durch andere Videos, weil Karat halt seiner Qualität treu bleibt und deswegen habe ich jetzt eher mehr um das Festival geredet, um was es das Bild geht. So, wir haben einmal hier Flüssigkleber, klebt ganz gut, ein bisschen ASMR. Ja, ein bisschen ASMR. wir haben 51 Farben, davon sind 3 AB. 3 AB, einmal Leuchti, glaube ich. Hier haben wir einmal JG. Ich glaube, das ist Leuchti bestimmt. Und was ND ist, weiß ich gar nicht. Was ist denn ND?
Es ist nach langer Zeit mal wieder ein Karat-Art-Bild geworden tatsächlich, aber bei diesem Bild konnte ich wirklich nicht vorbeigehen. Die letzten Kollektionen haben mir persönlich nicht so zugesagt, deswegen habe ich es bis dahin nicht bestellt. So, und welche Zahl ist denn das? Es ist die 445. Ist das hier nach Farben sortiert? Ich glaube nicht. Ja. Ist das hier vorne mehr? Ich mag das gar nicht jetzt so auseinander machen, weil es so schön aneinander liegt. Die Zipptüten sind richtig schön auf jeden Fall. Ich mag es total, wenn die Farben in Zipptüten sind. Ich bin halt kein Fan von diesen komischen Tüten, weil ich dann nie weiß, wohin ich mit den Farben hin soll, die nicht in die Dose passen. Ja, keine Ahnung. Muss ich echt auseinander nehmen, glaube ich. Ne? Ja, die haben das. Ach, Neon, glaube ich. Also hier ist einmal, das sieht aus wie Jelly-Steinchen. Das sieht aus wie Jelly-Steinchen. Die leuchten, bestimmt. Und hier, ach, Andy ist Fairy Dust, okay? Also nicht FD, sondern die haben ND. Und das ist Fairy Dust. Auf jeden Fall, ja. Es hat so einen ganz, ganz leichten Glitzy-Silberschimmer dran. Okay, cool. Das ist cool. Ja, ich zeige auf jeden Fall mal die Steinchenqualität. Hier haben wir es einmal. Ich hoffe, das seht ihr durch den doofen Schatten auf jeden Fall. Wir haben hier Hartsteinchen. Ihr seht das. Die Unterfläche ist richtig schön glatt und ich sehe da jetzt auch auf dem ersten Hieb gar keine, die komische Nasen haben. Falls ihr, ne, also ihr seht das jetzt schon so ein bisschen, falls ihr statisch aufgeladene Steinchen habt, das ist bei Hart ganz normal und sollte auch niemanden irgendwie zur Weißglut bringen oder sonstiges, sondern ihr könnt dann da reinhauchen. Manche machen mit Nagellackentferner, machen sie das in einen Q-Tip und dann gehen sie einmal durch die Steine durch in der Tüte und dann soll es auch helfen. Den Tipp habe ich aber noch nicht selber ausprobiert, sondern den habe ich nur zwischendurch schon mal ein bisschen aufgefasst. Dann das klassische, halt reinhauchen, im Gefrierschrank. Was gibt es noch? Ja, ich glaube, das... Achso, Trockentücher natürlich noch, ne? So, das geht halt... Also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Firmen können nichts dafür, dass die Steine aufgeladen sind. Das ist ein kleines Problem von allgemeinen Harzsteinchen. Da kann keine Firma was für. Da sollte sich dann auch keiner tatsächlich aufregen. Deswegen... Ich mag es tatsächlich lieber, Hartsteinchen zu haben. Klar, es gibt inzwischen schon sehr, sehr gute Acrylsteine, aber ich bin lieber ein Fan von Hartsteinchen und nehme es dann auch gerne in Kauf, wenn die halt mal ein bisschen statisch aufgeladen sind. So what? Davon geht die Welt nicht unter, auf jeden Fall. So, zeig noch mal ein bisschen die Leinwand. Hier unten haben wir einmal noch mal die Information, wie das Bild heißt, die Nummer, die Größe und den Artisten, Hiroko. Aber Hiroko. Hier haben wir einmal das Logo von Karat Art und Let's the Pleasure Begin. Hier haben wir einmal das Bild, wie das Motiv aussieht. Könnte man sich am Ende dann, weil, also bei mir würde das Bild, glaube ich, schon zu groß sein für mein Logbuch. Ich würde dann einfach am Ende vom Rand das abmachen und dann ja, rankleben. Wir haben eine Flauschi-Leinwand, die sich sehr gut anfasst, auf jeden Fall, nicht unangenehm. Und die Leinwand ist ein bisschen glitzy-like.
Ich mag das. Ich mag das voll, wenn das Beauty-like ist. Auf jeden Fall hat mir das Bild halt sehr, sehr gut gefallen, weil es so viele, so viel, was Japan angeht, halt in einem Bild schon verkörpert. Wir haben einmal das, die Tradition mit dem Glauben hier oben auf jeden Fall. Und sie ist ein bisschen verträumt und das finde ich einfach, also es hat mir so gut gefallen, ich konnte nicht, ja. ich hätte mich sehr geärgert, wenn ich das tatsächlich nicht bestellt hätte. Ich bin normalerweise kein Fan von harten Rendering. Ich mag es eher, wenn es weich ist, wenn es dem Originalen mehr gleicht. Aber ich finde, das ist super schön umgesetzt, passt auch sehr, sehr gut zum Bild. Und wenn man sich das Original halt jetzt mal anguckt, ist halt auch sehr schöne klare Linien und eine Kontur um die Hiroko. Und ja, es ist sehr schön umgesetzt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie mir das gefallen wird. Ich bin noch am Überlegen, wann ich das painten möchte. Ich arbeite aktuell immer gerne an Events irgendwie. Und das heißt, das Bild wird mir ja auf jeden Fall nicht weglaufen. Vielleicht gibt es noch ein schönes Summer-Event, wo das reinpasst oder so. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass schon zu painten. Ich glaube hier, was ist denn D? D ist eine ganz normale Farbe. Aber wo ist denn jetzt hier? Also hier ein bisschen in der, seht ihr das hier unten? Das ist ein bisschen in der Schleife, die Fairy Dust Steine. Also hier oben auch noch bei der Blüte. Und hier so ein bisschen Kontur. Im Armreif haben wir die Fairy Dust Steine und die Yellow Steine, also die Leuchtsteine. Ich glaube, das sind Leuchtsteine. Auf jeden Fall die Jelly Steine. Ich weiß nicht, ob die leuchten, aber Y ist meistens dann, dass die irgendwie leuchten. Was mir halt sehr gefallen hat, dass es nicht so krass viel Color Blocking ist bei dem Kitsune-Bild, war sehr viel Color Blocking gerade im Hintergrund und das, ja. Aber auch sonst ein wunderschönes Bild und ich wünsche da Heidi auch sehr viel Spaß dran. Ich bin zufrieden mit meinem blauen Bild. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Falls ihr das nachkaufen wollt, ist es aktuell ausverkauft, aber ihr könnt es schon vorbestellen und dann bekommt ihr das auf jeden Fall sicher zugeschickt, wenn ihr das bestellen wollt. Ich würde mich freuen, wenn mein Code Pichu benutzt wird, weil sonst wird er irgendwann deaktiviert und das wäre sehr schade. Ich freue mich immer über Unterstützung und so, genau. Battle, battle, jammer, jammer. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Bild. Und es wird sich auf jeden Fall ein schönes Event dazu geben, wo das auf jeden Fall reinpassen wird. Genau. Ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Eine Paintprobe mache ich jetzt nicht tatsächlich, weil ich mein ganzes Zeug weggetan hatte, weil ich davor nämlich nochmal nach Zahlen gemacht hatte. Genau. Und sonst müsste ich das jetzt rauskramen. Und ja. Genau. Bis zum nächsten Video auf jeden Fall. Lasst mir gerne ein Abo da und sagt mir gerne mal, was ihr zu dem Bild haltet. Ob ihr euch das gefällt oder ist euer gar nicht euer Stil oder so. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.